Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Lesen mit und von mir. In dem heutigen Buch geht es um dramatische Geschichten Jugendlicher in einer modernen Welt voller Internet, Masturbation und Vaginas und Penisse. Dr. Sommer, bekannt, weltberühmt, Auszüge daraus jetzt. Seit längerer Zeit habe ich gelbliche Pickel am Penis. Wenn ich sie aufdrücke, kommt ein eitriges Zeug heraus, das eklig riecht. Kann das vielleicht davon kommen, weil ich fast täglich onaniere? Ich kriege dann nämlich schon nach ein paar Sekunden einen Orgasmus. Ein Freund von mir sagt, das seien sogenannte Orgasmuspickel. Mir ist aufgefallen, dass ich mehr Weißfluss habe als sonst. Und er riecht auch irgendwie komisch. Ist das normal? Und falls nicht, was soll ich jetzt machen? Lieber Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden können und uns erwischen. Ich bin neulich früh aufgewacht und hatte einen Fleck in der Hose. Da habe ich sofort an feuchte Träume gedacht, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich geträumt habe. Und zwei Tage später war dasselbe. Was ist da genau passiert und ist das schlimm? Und warum wird seitdem mein Penis nicht mehr steif? Meine Freundin 16 steht total auf Analsex. Nur wenn wir dann fertig sind und ich ihn rausziehe, dann schaut er aus wie ein Schokoladenweihnachtsmann. Ist das normal? Meine Freundin verwöhnt mich danach noch oral und das sieht dann immer recht merkwürdig aus. Sie hat nun seit zwei Wochen so einen eitrigen Ausschlag am Mund und dicke grüne Pickel auf der Zunge. Vielleicht machen wir irgendwas falsch. Wenn ich mit meiner Freundin schlafe, kommt manchmal ein Pupsgeräusch aus der Scheide. Kann es sein, dass ich etwas falsch mache? Oder liegt es vielleicht daran, dass ich keine Kondome mehr benutze, seit meine Freundin die Pille nimmt? Mir ist das voll peinlich. Was kann ich anders machen? Ich habe etwas Komisches an mir entdeckt und ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist. Vor kurzem habe ich versucht, mich selbst zu befriedigen und dabei hüpfte mein Penis im steifen Zustand eine ganze Weile von selbst auf und ab. Dann kam eine wässrige Flüssigkeit heraus. War das ein Samenerguss? Und wieso bewegt sich mein Penis von selbst? Mysteriös. Seit längerer Zeit sind auf meinen Schamlippen so komische Pickel. Sie gleichen denen, die man manchmal auf der Zunge hat. Ist das etwas Krankhaftes? Wenn ich meine Tage habe, riecht das Menstruationsblut fürchterlich nach Fisch. Hat das vielleicht mit diesem Ausschlag zu tun? Meine Kopf- und Achselhaare sind dunkelbraun. Meine Schambehaarung ist jedoch hellgrau. Das ist mir ziemlich peinlich. Und beim Duschen wurde ich schon ausgelacht. Soll ich mir meine Schamhaare färben? Meine Damen und Herren, das waren Auszüge aus der Bravo. Ich hoffe, Sie haben nicht dabei masturbiert. Bis dann.